Es war einmal ein Kaufmann, der hatte seine große Liebe geheiratet und mit ihr zusammen ein Kind bekommen. Dann kam eine Magd, die etwas eifersüchtig war, hat sich mit dem Bösen eingelassen, einen Pakt mit dem Teufel sozusagen geschlossen und die Frau damit in den Selbstmord getrieben. Der Mann hat sich trotzdem nicht in die Magd verliebt, sondern hat seinen Sohn alleine großgezogen und der Vater ist dann doch irgendwann am gebrochenen Herzen oder was auch immer gestorben. Und so ist es jetzt die Aufgabe des Sohnes, den Fluch zu brechen, den die Magd über diese Familie gebracht hat, die Mutter zu befreien, aber auch irgendwie die Magd aus dem Haus zu treiben. Denn wie man sieht, hat sie hier doch einigen Schaden angerichtet. Es fliegen hier auch einige Geister herum, die in so ein Familienanwesen eigentlich nicht hingehören. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Stormhill, Familienschatten, den spielen wir gerade. Und wir haben ja in der letzten Folge diese Tür geöffnet. Da gehen wir jetzt mal rein. Wir sind im Arbeitszimmer oder in der Bibliothek, könnte man fast sagen, denn ich sehe ja keinen Schreibtisch, wo man dran arbeiten könnte, nur diesen kleinen Tisch. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ja, und wir haben eine Sammeledition, das heißt, wir müssen ja auch noch ein paar Sammelobjekte suchen, um irgendwelche Auszeichnungen zu bekommen. Dem Projekt da fehlen einige Teile. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Bandrolle. Was für eine Überraschung, noch eine verschlossene Tür. Ja, so, hier war ich ja schon. Was haben wir denn bekommen? Ein Hammer, eine Linse. Moment, können wir das vielleicht mal hier ran? Hm. Okay, es fehlen noch ein paar Teile. Glühbirnenteil. Hätte ja sein können, ist es aber nicht. So, dann gucken wir mal nach dem Sammelobjekt, was ich gerade schon gefunden habe. 12 Stück haben wir schon gefunden. Ich meine aber, dass nicht in allen Bildern, wo wir waren, die Sammelobjekte schon gefunden sind. Leider kann man es auf der Karte nicht sehen. Es ist ein bisschen älter, das Spiel, anscheinend, obwohl es erst rauskam. Und ja, das sind die Aufgaben, die wir noch, wo wir gerade noch was machen können. Das ist die Karte, wo wir hier die ganze Zeit rumgehen. Hier auf dem, ich weiß gar nicht, was das ist, Bauernhof oder so, waren wir allerdings noch nicht. Ja, mal sehen, wann wir da hinkommen. Okay, gehen wir mal zurück. Und gehen mal zum Leuchtturm. Den müssen wir ja irgendwie noch zum Leuchten bringen. Aha. Es besteht eine gute Chance, dass ich jetzt etwas im Arbeitszimmer sehen kann. Und da gehen wir jetzt auch gleich rein. Der Kumpel hier, der liegt auch schon ein bisschen länger. Und ich muss mal gerade schauen, ob hier noch irgendwo ein Sammelobjekt ist. Oder ob wir das schon eingefangen haben, sozusagen. Hier oben ist eine Spinne. Ugh. Die sind immer so lecker in den Spielen. Aber ich sehe tatsächlich erstmal keins. Na gut, dann gehen wir mal ins Arbeitszimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon gefunden habe. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass auf der Karte das irgendwie zu sehen ist. Rechter Flügel. Moment, wir können ja in den rechten Flügel. Und zwar war das das Badezimmer. Hier kommen wir nicht rein. Da brauchen wir nicht rein. Das war das Schlafzimmer. Aber ich glaube, wir haben hier alles gemacht. Naja. Sehe allerdings nichts, was wir hier noch machen können. Ich weiß gar nicht, warum wir hier noch rein dürfen. Hm. Okay, wo war denn jetzt das Arbeitszimmer? Nee. Ja, hier war noch was zu machen, stimmt.
Und wir haben einen Griff gefunden. Ich habe leider vergessen, wozu wir den brauchen. Ich guck mal kurz nach dem Sammelobjekt. Nee. Okay, da ist anscheinend keins mehr. Hier könnte vielleicht noch eins sein. Ups. Mal schauen. Ich glaube aber, hier oben war das Sammelobjekt gewesen, auf der Eule. Ich gucke mal auf die Karte, wo wir als nächstes hingehen. Ins Schlafzimmer müssen wir nochmal rein. Stimmt. Hier war noch einiges zu tun. Da haben wir das schon. Nee, Moment. Das ist das Arbeitszimmer. Moment, ich muss nochmal kurz raus. Das ist das Schlafzimmer. War hier nicht noch irgendetwas zu machen? Ja, den Trank müssen wir natürlich noch machen. Neutralisator der magischen Macht. Aber dazu habe ich noch gar nichts. Na gut, dann gehen wir doch erstmal ins Arbeitszimmer rein. Wir haben ja jetzt Licht, wir können uns hier umsehen. Und da fehlt ein Knopf. Den habe ich auch nicht. Boing. Ich muss einen Weg finden, diesen Safe zu öffnen. Wir könnten mal mit dem Hammer draufhauen, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich habe nicht umsonst an dem Leuchtturm herumgespielt. Das helle Licht kommt mir gelegen. Oh, und wir haben gleich ein Sammelobjekt gefunden. Frage ist aber, was können wir hier machen? Oh ne, falsche Tür. Ja gut, das wäre auch komisch gewesen. So, dafür braucht man einen speziellen Griff. Tja. Gucken wir mal auf die Karte. Schlafzimmer können wir noch was machen und hier vorne in der Eingangshalle. Stimmt, hier war irgendwas noch mit dem Griff. Hier. An der Tür. Info. Platziere die Teile so, dass sie in die Nuten passen. Hm? Die Frage, wo hier der Anfang ist. Ich glaube, ich sollte hier mal anfangen. Nee, der passt nicht. Müsste ja mit dem Hebel zu tun haben. Nee, das aber nicht. Okay, dann fangen wir doch unten an. Okay, der ist schon mal richtig. Ja, doch, die passen. Bin immer ein bisschen verwirrt wegen dem Schwarzen hier, aber nee, das passt schon. Tja, der könnte eigentlich auch passen. Wobei hier immer noch einer ist. Ah ja, okay, der passt nicht. Okay, wir nehmen den. Dann passt der nämlich auch mit dem überein und mit dem. Machen wir mal die nächste Reihe.
Vom Muster her könnte das eigentlich passen. Naja. Ui. Wo kommen wir denn jetzt rein? In den Ballsaal. Nee, ins Wohnzimmer. Und hier ist ein Portal. Da geht's in die Küche sogar. Ich weiß nicht, ob ich da schon rein möchte. Die Küche ist direkt hinter dieser Wand. Und da können wir auf jeden Fall... heißes Wasser holen. Ich denke, das ist die Schatulle, in der das Herz der Hexe versiegelt ist. Also, die Schlüssel passen nicht. Soll ich nach einem Schlüssel suchen oder versuchen, sie zu knacken? Tja, sag mal so, wir könnten auch mal knacken. Hoppla, das war unerwartet. Ich finde besser den richtigen Schlüssel. Toll, der Hammer ist kaputt. Was haben wir denn hier? Streichhölzer. Kann man immer gut gebrauchen. Ein sehr merkwürdiges Wohnzimmer. Okay, wir haben einen Spiegel. Und ein Sammelobjekt. Ich guck mal, ob wir hier rein dürfen. Ja, die Hexe hat sich doch ein bisschen verändert. Kein Wunder, dass der Mann nicht gleich zugeschlagen hat. Ja, nur wie kommen wir jetzt hier rein? Wir brauchen erstmal, glaube ich, diesen Antizauber. Bin mir aber nicht sicher. Oh. Huch. Ja, wer kommt denn da? Na, komm hier doch. Okay, na, wenigstens ist die Tür jetzt offen. Und wir sind im Gewächshaus, wo, ja, wo wahrscheinlich schon lange keiner mehr drin war. Huch. Hier meine Notiz. Die Ansammlung unheiliger Kräfte in dieser Region ist kein Zufall. Den Aufzeichnungen zufolge befindet sich unter dem Haus ein Altar der alten Götter. Jemand hat das Portal zu unserer Welt geöffnet und jetzt ist es eine Quelle all dieser unheiligen Macht. Leider kann ich den Eingang zum Altar immer noch nicht finden. Geister verfolgen mich sogar in meinen Träumen, aber ich werde nicht aufhören. Ich werde meine Suche fortsetzen. P. Sherman. Das muss der Tote sein, der da irgendwo im Leuchtturm auf dem Boden lag. Können wir hier noch irgendwas machen? Also ich finde ja tatsächlich, so schön das auch alles gezeichnet ist, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, dass man die Szenen, dass es so wenig zu tun gibt. Selbst hier, wir müssen gar nichts schaufeln. Was haben wir denn bekommen? Ein Bohrer, ein Pinsel und ein Sprüher. Gehen wir doch mal hier hin. Erstmal das gute Gift versprühen. Hoch. Ach, das ist der Pferdestall. Oh, das arme Pferd. Was ist mit dir passiert? Dieses arme Pferd verhungert wahrscheinlich. Oh, das ist aber übel. Ja, dieses Messer ist stumpf. Das kann ich nur nicht durchtrennen. Oh, das ist aber... Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Dach ist auch kaputt. Hier fehlt ein Bär. Oh. Ein Sammelobjekt. Hier können wir nicht weiter. Altes Fass. Auch was. Brauche ich etwas Sand? Ach, fürs Feuer wahrscheinlich.
Okay. So, dem armen Pferd können wir leider noch nicht helfen. Willst du eine Birne? Ach so, fürs Pferd ist wahrscheinlich dann die Birne gedacht. Ja gut, wir müssen leider nochmal zurück. Das arme Pferd muss noch ein bisschen warten. Stimmt, jetzt sind wir nämlich hier. Warte mal, hier ist doch noch irgendwas. Nee, ist es nicht. Okay. Gucken wir mal auf die Karte und gehen mal ins Wohnzimmer. Genau, wir machen jetzt erstmal das Feuer aus. Den Hammer bin ich ja jetzt leider... Auch was. Ja, okay. Können wir da schon durch? Toller Weg, in den Raum zu kommen. Ja, vor allen Dingen Ziegelwand kaputt zu schlagen mit Ziegeln. Tolle Gabel. Was haben wir denn da? Einen Lichtschalter? Nee, den Knopf haben wir. Hier können wir dann den Trank mischen. Ah ja, das Buch ist schon unten. Nee, geh mal weg. Oh. Oh. Was hier alles so gibt. Alles, was ich brauche, ist Holz und Feuer. Dann wird es möglich sein, etwas aufzuwärmen. Ja, das machen wir natürlich noch. Holz müssen wir erstmal sammeln. Was haben wir hier noch? Aprikosenkerne. Und eine Kerze. Und eine Pfanne. Okay, was haben wir denn jetzt alles? Ein Topf. Ja. Inventar ist auf einmal richtig voll. Hier ist noch ein... Axt und so. Was haben wir denn da? Zerkleinerer Heu. Heu fürs Pferd vielleicht. Habe ich denn jetzt irgendetwas, um das Pferd zu befreien? Nee. Farbe. Kerzenstumpf. Wir gehen mal erstmal in das eine Zimmer, wo wir den Knopf benötigen. Nee, warte mal, das war hier. Doch, das war hier. Wie, falscher Knopf. Kann das hier wechseln? Aha. So geht es also. Reihenfolge finden. So, was haben wir denn hier? Nochmal eine Notiz oder sowas? Ein Lederstück. Aha. Und eine Glasflasche. Zerkleinerer. Wir müssten jetzt... Genau, da sind die Aprikosenkerne. Also wir brauchen Wasser. Nee, wir brauchen doch dieses Mondwasser oder so. Irgendwo in der Küche. Schlafzimmer. Was müssen wir denn noch im Schlafzimmer machen? Also klar, hier ist das Buch. Heißes Wasser, Mondpilz, Schlangenhaut und Pulver. Aber was bitte habe ich hier übersehen? Ich nehme mal einen Tipp, weil der uns ja immer wieder reinführt. Ach, die Kerze. Nee, die kann ich gar nicht nehmen. Nee, dann komme ich zum Buch. Ja gut, das brauchen wir dann jetzt dann irgendwie. Oder soll ich das hier machen? Nee, kann ich es ja nicht machen. Dazu müssen wir nämlich in die Küche gehen. Hier haben wir noch was zu tun. Stimmt, hier haben wir noch die Abdeckung. Der hat ja etwas versteckt hier in dem Baum. Bohrer. Pinsel.
Rattenrohr. Auch nicht. Lederstück. Ich weiß gar nicht, wozu man das braucht. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt rauskriegen soll. Eine Zange oder so habe ich ja nicht. Na gut, wir gehen mal weiter. Ah ja, wir können auch sowieso gerade nichts weitermachen. Gehen wir mal in die Küche und stellen schon mal alle Zutaten auf dem... Ja, wohin eigentlich? Und wo kriege ich auch Wasser her? Na, warte mal. Ich stelle jetzt erstmal, glaube ich, die Pfanne auf. Nee, ist mal klar. Heißes Wasser, Mondpilz, Schlangenhaut. Wasser erwärmen. Aber hier war doch vorhin irgendwo so ein Arbeitstisch. Nee. Oh, komm schon. Nee, wir brauchen erst Wasser. Okay. Wo kriegen wir denn jetzt Wasser her? Draußen auf dem Brunnen. Wenn ich mal den Weg wüsste. Villa? Gewächshaus. Im Garten. Komm schon, da ist doch Wasser. Aber irgendwas können wir hier auf jeden Fall noch machen. Eine Pfütze, hier könnte ich etwas Wasser holen. Ja, hole dir Wasser. Oder vielleicht mit dem Glas? Nee, das ist Farbe. Mit dem ja auch nicht. Mit dem Rohr? Topf. Mit der Flasche? Auch nicht. Ja gut, dann habe ich keine Ahnung. Gucken wir nochmal auf die Karte. In der Küche können wir noch was machen und im Schlafzimmer ist ja das Buch. Aber hier ist ja überall das Buch. Also in der Küche ist das Buch und auch... Ach, Moment mal, können wir das hier anzünden? Nee, auch nicht. Ja, ich brauche Feuer, aber woher nehmen? Wir brauchen erstmal Holz. Wir können den Pinsel, aber wir haben ja weiße Farbe. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Okay, wo gehen wir denn mal hin? Zum Feuer. Alles, was ich brauche, ist Holz und Feuer. Noch kein Holz. Kerze. Hä, wie soll die Kerze schmelzen? Aber warum? Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, wir machen das Wasser warm. Ist ja merkwürdig. Okay, in der Küche sind wir fertig. Jetzt müssen wir ins Schlafzimmer. Aber im Schlafzimmer war nichts mehr zu machen. Oder müssen... Mal. Legen wir doch mal hier. Ne, hier können wir nämlich nichts hin. So, das Wasser erwärmen. Oder kann ich die Kerze mitnehmen? Nee. Aber stimmt, der hatte mir ja als Tipp das hier angezeigt. Aber dann komme ich immer wieder aufs Buch. Heißes Wasser, Mondpilz, Schlangenhaut. Ja, das wissen wir ja jetzt. Ja. Geht's denn jetzt weiter hier?
Aha, jetzt ist das Buch zu. Ach, hier ist noch der magische Pilz. Ach so. Ja, weil der die ganze Zeit aufs Buch gegangen ist, habe ich gedacht, das war nur das Buch. Ah, wir haben den magischen Pilz. Das ist ja schon mal schön. Gehen wir mal hier hin. Oh nein. Oh, der arme kleine Waschbär, der ist einfach vom Baum gefallen. Ist ja süß. Wo kommst du denn her? Ich frage mich, ob er Hunger hat. Er hat bestimmt Hunger. Er möchte eine Birne. Guck mal hier, bitteschön. Dafür gibst du mir jetzt was anderes. Schlangenhaut. Ich bin ehrlich gesagt erleichtert, dass wir keine Schlange fangen müssen, um mir die Haut abzuziehen. Das wäre doch nicht ganz so in meinem Interesse. Na gut, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Wasser. Aber Wasser gibt es auch in der Küche nicht. Mir fehlt der Wasserhahn. Moment, mir fehlt der Wasserhahn. Ich gehe noch mal ins Badezimmer. Kommen wir da noch mal rein? War das hier? Nee, das war der falsche Flügel. Wir müssen zum rechten Flügel. Schlafzimmer. Nein. Wo war denn jetzt das Bad? Auch nicht. Eingangshalle, Wohnzimmer. Ja, hier ist das Badezimmer. Aber hier kann ich auch kein Wasser holen. Ja, das ist ja mal komisch. Na gut, dann gehen wir nochmal in die Küche und gucken, ob wir wenigstens schon mal das Pulver machen können. Ich frag mich, wo? Ah, hier. Nehmen wir auch noch mal eine Flasche. Zuerst sammle ich alle Zutaten, dann kann ich den Trank brauen. So, dann stelle ich doch mal jetzt hier erstmal den Topf drauf. So, können wir das schon anzünden? Nee, können wir nicht. Hier ist noch eine Kerze. Mhm. Dann... Farbe. Also die Farbe brauchen wir auf jeden Fall nicht für den Trank. Können wir jetzt anzünden? Leere Flasche. Nee, wir bekommen das da drin, aber wozu brauche ich denn jetzt die leere Flasche hier? Okay, und wie kriegen wir jetzt... Willst du mich veräppeln? Ja. Warum ist denn Hexentrank immer grün? Ich sollte es in die Flasche füllen, aber ich will es nicht verschütten. Okay, dann brauchen wir erstmal einen Trichter. Ein Rohr. Nee. Kriegt. Machen wir uns jetzt gerade erstmal ein Rohr. Kennt man ja. Ich brauche Feuer. Ja. Ich brauche erstmal Holz. Ich habe noch keins. Was liegt denn da unten? Komm mal wieder raus. Hier ist natürlich ein bisschen Holz, aber das kriegen wir nicht. Mhm. Ist hier irgendwo Holz? Kein Holz? Kein Holz.
Okay, ich kann den Kessel mitnehmen. Leere Kanne. Und jetzt können wir in den Garten. Ja, das ist sehr sinnvoll. Also wir haben jetzt endlich das Wasser aus dem Brunnen geholt, aus der Pfütze. Ich habe nur keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Ja, ich werde erstmal hier weiter planlos rumlaufen und nach Holz suchen und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und den Trank brauen und mal gucken, ob wir damit die Magd, die Hexe, wen auch immer und ihre kleinen Helferlein vertreiben können. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.